Rotkobelhütte in Engelberg, Nummer 17. Auf knapp 2300 Meter. Und ich wusste, dass der ehemalige Hüttenwart Maultier hat, der Freddy. Ich habe ihm angerufen, du Freddy, zwei Maultier, dass man das mal zeigen kann, wie man Basten tut. Und früher ist ja das Gewicht mit diesen Tieren und Esel, Maulesel, Maultier gut getragen worden. Also beim Wandern, ja, es war nicht mehr Wandern, es war eher ein Leiden. Die Maulesel, die Maultiere, wenn es ein bisschen steil geworden ist, Hindernis, haben die Schwung genommen und sind drüber rein und sind natürlich wieder ein paar Meter vor mir gewesen. Da musste ich wieder aufholen. Da habe ich angefangen zu rechnen. Das Gewicht bei diesen Maultieren drauf oben hat fürchterlich ausgesehen. Und mein Rucksack. Jetzt habe ich gewusst, das Maultier ist etwa 500 Kilo. 340 Kilo. Ein Maultier mit vier Beinen trägt 30% vom eigenen Körpergewicht. Ich mit meinem Gewicht, 48 Kilo auf dem Rücken, trage 60% von meinem Körpergewicht mit zwei Beinen. Also, jemand mit vier Beinen trägt 30% vom Körpergewicht und hat nur die Hälfte so viel Beine wie der andere, also zwei Beine, trägt man das Doppelte vom anderen, sprich eben 60%. Jetzt müsste man sich mal vorstellen, wenn ich nur ein Bein hätte, würde ich ja 90% von meinem Körpergewicht durchtragen. Nein, lassen wir es. Aber es war eine faszinierende Rechnung. Dafür tut das Maultier auf einmal 140 Kilo tragen und ich nur 48 Kilo. Also, Fazit. Wenn ich würde Menschen Kollegen holen zum 140 tragen, müssten vier trainierte Typen noch dazukommen, um mit mir zusammen mein Gewicht und die 140 Kilo auftragen. Das heisst, wir hätten 5x zwei Beine, 10 Beine. 5 Menschen müssten heute warten nehmen. Und so, mit dem Maultier und mir, wären es nur 6 Beine. Und einer wie ich isst Suppen und Salat und der andere trinkt Wasser und frisst Gras. So einfach ist das. Eselei. Ich habe gut 3000 Übernachtungen den Sommer durch und auch einen Haufen Tagesgäste noch, die einfach auf dem Vorbeiweg mal vorbeikommen. Besonders ist sicher die Lage der Hütte hier. Wir haben eine wunderschöne Aussicht. Wir haben auch einen schönen Hüttenzusteig, wo man immer rum sieht. Das ist so sicher da so, wo da sicher schön ist in diesen Hütten. Wir haben die Hütte beleuchtet. Und das Nebelmeer, ich habe das einmal auf Fotos gesehen, das berühmte Nebelmeer in Engelberg, bei der Rotkobelhütte, das hat tatsächlich dann so stattgefunden, wie ich mir das erhofft habe. Wunderschön.